Hey Leute, wenn ihr wissen wollt, wie man diese leckeren Burger Buns zubereitet, dann bleibt unbedingt dran. Wir fangen an mit einem halben Liter Buttermilch, erstmal eine große Schale reingeben. Dann kommt ein Dreiviertelstück Frischhefe dazu, schön klein bröseln. Das Ganze erstmal ein bisschen umrühren, dass die Hefe sich schön mit der Buttermilch verbindet. Dann kommt ein ordentlicher Schuss geschmolzene Butter rein, ungefähr 2 Esslöffel. Das Ganze ungefähr 20 Sekunden in die Mikrowelle packen, dann ist die Butter geschmolzen in so einer kleinen Tasse oder sowas. Ja, dann ordentlich Zuckerrübensirup drauf, gibt ein bisschen Farbe und natürlich auch noch ein bisschen Süße. Ist ja bei Burger Buns immer nicht verkehrt. Das Ganze nochmal umrühren und dann mit 800 Gramm Dinkelmehl in meinem Fall hier auffüllen. Wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr natürlich auch Weizenmehl nehmen. So, dann einen Teelöffel Salz drauf noch. Und dann rühren wir das Ganze mal um. Ihr könnt natürlich auch eine Küchenmaschine dafür nehmen. Aber von Hand geht's auch, ne? So, man sieht schon, das Ganze ergibt hier eine richtig schöne, zähe Masse, die eigentlich auch an sich sehr gut zusammenhält und nicht so großartig klebrig mehr ist. Kann man ganz gut mit hantieren. So formen wir das Ganze noch in so eine große Kugel und dann decken wir das erstmal hier ab und warten erstmal eine Stunde, lassen das Ganze etwas ziehen. So, dann nehmen wir uns hier ein Brett, ein bisschen Mehl drauf, damit das Ganze nicht so klebt. Und dann formen wir uns erstmal ein ordentliches Gerät hier aus dem Teig. Ja, dann könnte man das Ganze natürlich so schnell in den Ofen packen, hätte man ein schönes Brot, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Burger Buns machen. Also schneiden wir das Ganze jetzt in 16 gleich große Stücke. Also wir haben hinterher 16 Buns. Das Ganze geht, finde ich, am besten, wenn man immer halbiert. Also mit dem großen Stück anfängt, das in zwei Teile zu schneiden. Dann jeweils das wieder, sodass man 4 Teile hat und immer so weiter, bis man halt 16 Stück hat. Eins habe ich hier vergessen durchzuschneiden, macht aber nichts. Ja, dann quetscht man das immer so zwischen Daumen und Zeigefinger durch. Also Daumen und Zeigefinger bilden quasi so eine Art Ring. Und dann quetscht man das so durch, dass man eine glatte Oberfläche hat. Ja, wenn das Ganze noch ein bisschen klebrig ist, dann braucht man natürlich noch ein bisschen Mehl. Ja, und dann kann man das entweder mit den Handballen hier einfach so platt drücken. Besser finde ich, aber habe ich festgestellt, ist es, wenn man das Ganze so wie so ein Pizzateig so ein bisschen auslegt mit den Fingern. Muss natürlich genug Mehl oben und unten vorhanden sein, dass es nicht so klebt. Ah, so wird das Ganze hinterher am fluffigsten. In der Mitte kann man es auch ein bisschen dicker lassen, wenn man das hinkriegt, vom Feingefühl her. Ansonsten ist auch egal, kann man es einfach auch komplett platt machen. Wenn man merkt, dass das Ganze wieder so ein bisschen festklebt, dann sollte man es wieder ein bisschen mit Mehl bedecken, sowohl von unten als auch von oben. Und dann ab auf so ein Backblech damit, Backpapier drunter, ein bisschen Mehl auch wieder drauf. Ja, und dann bereiten wir schon mal die Eistreiche vor. Nehmen wir also ein Ei, bisschen Zucker,
Je nach Bedarf 1 bis 2 Teelöffel. Das Ganze karamellisiert dann quasi noch ein bisschen mit dem Ei zusammen. Ja, das Ganze dann ordentlich umrühren, bis das hier so eine cremige Konsistenz annimmt, eine schöne gleichmäßige Färbung hat. So, und dann pinseln wir uns unsere Buns damit ein von oben. Schön gleichmäßig. Und dann streuseln wir mit der Pfeffermühle ordentlich Pfeffer oben drüber. Man kann natürlich auch Sesam nehmen. Geht auch. Aber ich würde es jedem empfehlen, das mit dem Pfeffer auszuprobieren. Das ist auf jeden Fall mega lecker. Also pinseln wir uns hier die ganzen Buns nochmal großzügig ein. Auch die hinten in der Ecke nicht vergessen. So, und dann ordentlich Pfeffer überall drauf. Natürlich frisch gemahlen aus der Pfeffermühle, ist ja klar. So, und heizen wir uns den Backofen mal auf 150 Grad vor. Geben noch ein bisschen Wasser auf das Blech. Sorgt dafür, dass die Buns von unten nicht zu trocken werden. Und dann ab in den Ofen damit. Ich würde es nicht zu weit nach oben packen. Lieber ein bisschen erstmal in den unteren Bereich und dann 15 Minuten backen lassen. So, je nachdem, was ihr jetzt für einen Ofen habt, müsst ihr mal abchecken. Mein Ofen ist schon ein bisschen älter. Ich muss mir echt mal einen neuen kaufen. Also, mir hat das noch nicht so ganz ausgereicht. Ich habe jetzt die Brötchen noch mal ein bisschen nach oben gepackt, damit sie noch ein bisschen mehr Farbe kriegen. Aber das müsst ihr einfach gucken, wie euer Ofen da so ist, wie viel Power der so hat. In meinem Fall habe ich das Ganze also noch mal ein bisschen auf höherer Position weiterbacken lassen, damit die Brötchen noch ein bisschen Farbe kriegen. Ja, wenn die Brötchen oder Buns dann hier so ein bisschen zusammengewachsen sind, dann schneidet man das Ganze vorsichtig mit dem Messer wieder auseinander. Ja, und hier guckt man, wie schön die von unten noch aussehen. Durch das Wasser, was man halt drauf getan hat, sind die auch von unten richtig fluffig. So, und kann man das Ganze hier in so einen schönen Korb reintun, wenn man mag. Und dann kommt auch schon die zweite Ladung. Ist fast noch besser geworden. Und hier das Endresultat. Sieht das nicht gut aus? Damit könnt ihr jetzt jeden x-beliebigen Burger basteln. Seid auf jeden Fall der Star auf der nächsten Barbecue-Party. Ich hoffe, das Rezept hat eure Neugier geweckt und ihr werdet die Burgerbuns bald selbst mal nachbacken. Es lohnt sich auf alle Fälle. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Abonniert gerne meinen Kanal, würde mir sehr helfen, euch weiterhin mit Videos zu versorgen. Und ihr verpasst auch keins mehr. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Macht's gut und ciao.